heute ist Dienstag, die 18. Tag im Monat Cheshvan. Der Rambam sagt uns, dass nicht nur gibt es am Shabbos besondere Mitzvot zu halten von der Torah, es gibt auch Dinge, die wir machen von den Rabbanan, von unseren Weisen. Was heißt das? Zum Beispiel, die Torah sagt, man soll alles, was in die Mishkan, alles, was in die vorübergehende Tempel gemacht war, zu bauen, den Tempel, soll man am Shabbos nicht machen. Von hier lernen wir, wir dürfen kein Wort schreiben. So von der Torah ist es verboten, ein Wort zu schreiben. Was heißt ein Wort? Zwei Buchstaben, ein Wort, Mila. Mit der Rabbanan, von unserer Weisen, ist es verboten, nicht nur ein Wort zu schreiben, sondern auch einen Buchstaben auch zu schreiben. Lorak, steh ot lagam ot achat. Warum? Um die Mensch zu hüten, die Mensch zu schützen, dass er so nicht ein Torah-Verbot macht. Dann gibt es eine dritte Ebene. Muxe. Muxe heißt, dass wir sollten, Muxe ist wie eine Pufferzone. Wir haben auf der Autobahn gibt es auf die Seite, die Autos fahren schnell, gibt es eine extra Linie auf die Seite, damit die Autos auch nicht runtergehen. Pufferzone. Muxe heißt, wir sollten gar nicht in eine Situation kommen, wo wir sollten eine Sünde machen. Sagt die Rabbanan, du sollst sogar nicht halten einen Kugelschreiber in der Hand. Abdach sich etwa Yadmechla. Das ist Muxe. So, Odaga, Loli Kanesla ist so bechal. Damit wir sollten von vornherein nicht zu kommen zu diesem Verbot. So, wir sehen, es gibt immer ein Isum in der Torah, ein Verbot von der Torah. Danach Isum mit Rabbanan, ein Verbot von unseren Weisen. Und danach ein Pufferzone, ein Muxe, damit überhaupt zu schützen, der Mensch, das soll gar nicht kommen in eine Situation, wo er vielleicht gegen den Schabbat stoßen wird. Und so machen unsere Weisen, Chachamim Asim, die kennen uns, machen sie extra Pufferzone, damit wir überhaupt nicht reinfallen in die Zone von einer Sünde. Und genauso mit einer Mitzwa. Es gibt die Pflicht von der Mitzwa, und danach, der Mensch kann machen mehr. Eine von den Wegen, wie ein Mensch macht mehr, ist, wenn die Mensch ist mit Simcha, der Mensch ist mit Freude, dann macht er mehr als nur, was die Pflicht ist. Der Rebbe sagt heute in Yom Yom, redet über das Konzept von Bittel. Bittel heißt, dem eigenen Ego nichtig machen. Dass man sich selber nicht fühlt, der Ich. Der Ich ist ein Störfaktor, damit die Menschen eine glückliche Ehe haben kann, damit die Menschen eine glückliche Menschen in die Umgebung sein können, damit die Menschen Gott sein können, weil der Ich macht die Menschen nur auf sich konzentriert. Bittel, die Mensch denkt nicht wegen der Ich, er denkt wegen Gott, er denkt wegen die Ziel, er denkt in die Ehe wegen seiner Ehepartner oder Partnerin. Dann die Mensch können mehr zusammen mit die Ziel sein, was geht nicht um Ich. Und Bittel ist ein Grundsatz im Judentum und Chassidut, echte Freude und echte Simcha bei Gott zu haben.